Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Es ist der 11.04.2019 und ihr seht schon im Hintergrund, dass einige Altcoins sehr starke rote Zahlen schreiben. Bei Bitcoin sieht man es jetzt noch weniger, aber die Preisbewegung, die wir bei Bitcoin gesehen haben, also über die Range hinweg und danach wieder in die Range hinein, ist mindestens gleichzudeuten mit minus 3%, minus 4%. Nur der gewichtete Unterschied in den letzten 24 Stunden ist natürlich nicht so hoch. Wir gehen jetzt konkret darauf ein, ja, welche Gefahren denn gerade im Bitcoin-Chart vorhanden sind. Und ich würde sagen, wir starten direkt damit los. Bevor ich jetzt hier auf den Bitcoin Daily Chart wechsle, nochmal kurz der Hinweis auf meinen Twitter-Account trader-chris94. Ich habe auf Twitter einfach die Möglichkeit, viel schneller mit euch zu interagieren und auch viel mehr Charts zu posten. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir hier folgen würdet, und ich würde sagen, wir switchen hier jetzt auf den Bitcoin-Chart. Und kurz auch nochmal der Hinweis auf unsere Community-Gruppe. Wir haben hier einfach einen regen Austausch von Krypto-Fans. In dieser Gruppe, ihr seht die Gruppe in den Kommentaren, wir haben die Gruppe geändert, weil wir vorher im letzten Jahr eben bereits diese Riesengruppe aufgebaut haben, die aber einfach von Spam überflutet wurde. Also haben wir jetzt eine kleine, ja, feine Community-Gruppe, und ich würde mich freuen, wenn ihr auch reinjoint. Wir sind jetzt hier am Bitcoin Daily Chart XBT USD und wir zerlegen das Ganze natürlich wieder von oben bis nach unten, vom Daily Chart bis zum 15 Minuten Chart. Ausgangslage wieder wie folgt: Wir ziehen uns die Fibonacci Levels von diesem High zu diesem Low, um eben abzumessen, wie weit wir denn von unserem Schwung bis jetzt gekommen sind. Wir sehen auch hier ganz schön, dass die 62% gerade das Level sind, das den Markt kappt und eben gerade als Resistance dienen hier auf dem Daily Chart. Dazu haben wir noch dieses Supply Level auf Englisch, auf Deutsch könnte man es als Angebotslevel übersetzen. Das ist konkret dieses Level in diesem Bereich hier, das der Chart gestern auf den Tick genau touchiert hat. Dieses Level hier wurde am 13. November bis 19. November etabliert. Das heißt, wir hatten in diesem Bereich ein Level, wo Käufer in den Markt gekommen sind und den Markt gehalten haben. Aber von diesem Level aus gab es dann einen 34%igen bzw. 36%igen Preisabfall. Das heißt, Trader erwarten, dass wir, wenn wir zurück in dieses Level kommen, eine Reaktion auf dieses Level sehen, sprich, dass wir hier wieder verkaufen und dass auch Trader wieder hier verkaufen, was man auch hier an diesem Wick sieht. Das gleiche haben wir zum Beispiel hier gesehen. Wir haben hier ein Supply Level entwickelt, der Markt kommt hier hoch, Trader verkaufen. In der Voraussicht, dass von diesem Level wieder ein Sell-Off startet. Das gleiche sind wir hier. Wir haben von diesem Level einen Sell-Off. Der Preis kommt wieder hier hoch. Wir sehen hier einen Sell-Off, sehen hier einen Sell-Off, sehen hier konkret ein Level, das den Markt über 3 Monate kappt. Und ja, das mal zur Analyse am Daily Chart. Wir stoßen uns hier gerade sehr stark an diesem Level und sind hier wirklich in einem sehr starken Resistance-Bereich. Das heißt, ich würde mich hier sehr hüten zu kaufen. Was das Ganze aber interessanter macht, ist, wenn wir hier mal reinzoomen und uns eine Linie anlegen. Wir haben nämlich hier ein High etabliert, das ganz klar am Markt ersichtlich ist. Das wurde am 3. April hier stehen gelassen. Wir können das Ganze auch hier ein wenig runterziehen. Am 3. April haben wir diesen Bereich 5340 das erste Mal besucht, sind hier wirklich sehr, sehr stark abverkauft worden, hatten dann 1, 2, 3, 4 Tage keinen Besuch mehr dieses Levels, bis am 8. April dieses Level wieder touchiert wurde und wir wieder darunter geschlossen sind. Und gestern haben wir dann eben diesen vermeintlichen Breakout, Schrägstrich Fakeout der Bullen gesehen und haben dann wieder unter diesen Levels geschlossen. Das heißt, wir sind über dieses Level gesprungen sozusagen oder hinaufgetrendet und sind sofort wieder darunter geschlossen, was ein sehr, sehr bearishes Zeichen ist. Mehr dazu kann ich euch hier jetzt am Intraday-Frame zeigen, nämlich am 1-Stunden-Chart. Hier sehen wir diese Preisbewegung jetzt nochmal um einiges genauer, und hier wird es jetzt wirklich interessant für alle, die ein wenig, ja, von Marktverhalten lernen wollen, wie sich Märkte bewegen, wie große Player, große Wale im Fall von Bitcoin im Markt bewegen und wie die dann konkret Liquidität mit diesen Fake-Moves generieren.
Wie man hier ein wenig genauer sehen kann, haben wir hier wirklich 1, 2, 3 schöne Swing Highs etabliert, die eben ein Zeichen waren, dass in diesem Bereich einiges an Liquidität liegt. Ich erkläre das Ganze jetzt nochmal genauer. Ich habe das zwar schon des Öfteren erklärt, aber warum liegt in diesem Bereich Liquidität? Wir haben zum einen Shortseller, die im Markt sind und hier ihre Stops haben. Wenn Shortseller im Markt sind, haben die Buy-Stops. Das heißt, um ihre Position zu schützen, müssen sie einen Stop-Loss anlegen. Der Stop-Loss äußert sich in Form eines Buy-Stops, das sie ja verkaufen. Und um aus dem Markt herauszukommen, müssen sie kaufen. Wo wird jemand, der in diesem Bereich hier Short geht, seinen Stop hinlegen? Ganz klassisch, einfach in diesem Bereich, der sagt, okay, wenn wir diese Highs aus dem Markt nehmen, will ich aus dem Markt. Der hat eben hier seine Buy-Stops. Weiters haben wir hier Breakout-Käufer, Bullen, also Breakout-Käufer, die eben einen Stop-Buy-Order in diesem Bereich legen. Ich verstehe das zwar nicht, weil das für mich extrem idiotisch ist, einfach nur hier einen Order reinzulegen. Das heißt, wenn wir durch dieses Level pushen, denkt der wahrscheinlich oder denken diese Leute wahrscheinlich, dass wir direkt eine 1000-Dollar-Candle sehen und sie dann direkt eben von hier diesen Trend mit nach oben mit rein können. Auf alle Fälle gibt es wirklich extrem viel solche Leute, die in diesem Bereich Stop-Buys legen, einfach aus dem Grund, dass sie dann vermuten, weil sie dann spekulieren, dass wir dann von diesem Bereich eine sehr starke Reaktion sehen. Zusammengefasst haben wir also hier eine enorm hohe Liquidität. Das heißt, wir haben hier enorm viel Käufe. Wenn also jemand, eine Institution oder in dem Fall von Bitcoin, wie es oft genannt wird, Whales, große Käufer, große Verkäufer, Leute mit tiefen Taschen. Wenn die also eine große Short-Position füllen wollen, müssen sie den Markt künstlich einfach in dieses Level manipulieren, künstlich in dieses Level treiben, was wir auch hier sehen. Also es ist für die nicht wirklich schwierig, so eine Karte zu generieren. Es wird hier einfach entweder mit Spoofing, das heißt, Käufe auf das Orderbuch legen und danach wieder rausnehmen oder einfach mit physischen Ordern, um einfach den Markt ein wenig nach oben zu treiben. In diesem Bereich ist für die nicht schwierig. Die treiben den Markt hier nach oben. Hier kommen dann die großen Sells in den Markt. Die ersten Sells werden gefüllt. Die Shorts werden ausgestoppt. Die Breakout-Buyer kaufen die Short-Order der großen Wale und dann sehen wir diese wirklich gewaltige Reaktion. Das heißt, hier sind dann schon wirklich die großen Verkaufsorder in den Markt gekommen. Die Breakout-Käufer der Bullen sind mittlerweile gefangen und die Short-Order sind mittlerweile auch ausgestoppt. Das heißt, das ist wirklich so der Hintergrund dieser Preisbewegung. Und wenn ihr jetzt wirklich denkt, dass das Zufall ist, dass wir sowas sehen, okay, das war jetzt Zufall, dass wir auf diesen Chart gewechselt sind, aber wenn ihr wirklich denkt, dass das Zufall ist, dass wir solche Price-Moves sehen, dann muss ich euch enttäuschen. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich die technische Analyse verwende. Einfach um diese Zonen zu sehen, wo denn die meisten Leute jetzt denn getrappt sind, wo es denn Sinn machen würde, den Markt hinzutreiben, um eben für so viel Aufregung wie möglich zu sorgen, wo es denn Sinn machen würde, Liquidität abzusichern, um dann den nächsten Move, den größeren Move nach oben oder unten zu sehen. Ich habe hier mein Logbuch, hier logge ich mehrere Paare und auch mehrere Setups. Ich halte das Ganze auf Englisch, da eben ja für mich die FX-Sprache vor allem auf Englisch ist, viele Trading-Begriffe auf Englisch sind, wie zum Beispiel Long, Short, Breakout, Resistance. Ich würde es einfach extrem nicht, ich würde es einfach nicht schön finden, wenn ich hier Deutsch mit Englisch die ganze Zeit vermischen würde. Also habe ich mich entschieden, dieses Logbuch auf Englisch zu führen, nur als Erklärung, was ihr da später sehen werdet. Hier haben wir konkret den GBP-USD-Chart und hier haben wir zum Beispiel ein ähnliches Preisverhalten. Wir haben hier dieses High etabliert, wir kommen hier hoch, erster Test, zweiter Test. Hier kommen wir schon leicht über dieses High, das heißt, hier haben wir schon ein paar Stops genommen, kommen dann hier nach unten. Aber hier dann der entscheidende Schluss. Hier diese große Kerze, die rein aus Manipulationsgründen in den Markt gelegt wird, sozusagen, die rein aus Manipulationsgründen gekauft wird, um eben diese Liquidität aufzufassen. Und man sieht hier direkt die gewaltige Reaktion danach. Wir schließen direkt darunter, haben dann diese zwei roten Kerzen, dann der nächste Retest und dann den großen Sell-off, nachdem eben sozusagen die ganzen Leute, die eben hier auf Breakout-Buy spekuliert haben oder die ihre Short-Stops gehabt haben, getrappt sind.
hier haben wir das ganze Verhalten am 15-Minuten-Chart und hier haben wir das Ganze nochmal am Schweizer Franken zu Yen-Chart, wobei dieses Beispiel jetzt nicht so interessant ist. Man sieht es zwar hier ähnlich, wir haben hier ein klare Highs etabliert, eine klare Range, wo es wirklich wehtun würde, wenn der Markt hier hinkommt, hier vor allem für Lower Timeframe Trader, haben dann diesen Pump, der wirklich nur dazu dient, um eben den Markt zu manipulieren, unter Anführungszeichen, ob das Manipulation ist, kann jeder für sich selber entscheiden, um eben die Liquidität zu nehmen. Wir sehen das dann hier mit dieser Kerze, haben dann sofort den Schluss darunter, kommen hier noch einmal hoch zu diesem 70er Retracement und haben dann den großen Sell-off nach unten. Haben wir ein Beispiel vom Euro-Dollar, das ist eher ein langfristiges Beispiel, ist zwar auch ganz interessant. Hier haben wir eins auf dem niedrigen Timeframe. Ich schaue jetzt gerade nochmal. Hier zum Beispiel sieht man, hier kann man es ganz gut betrachten, die Zusammenkunft zwischen höheren Timeframe, 4-Stunden-Timeframe und 15-Minuten-Timeframe. Wir haben hier diese Reaktion auf dieses Supply-Level, also wie ich vorhin schon beim Bitcoin erklärt habe. Schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr wirklich mal ein Video zu Supply und Demand sehen wollt. Das sind eigentlich grundlegende Konzepte, aber für mich sind es die essentiell wichtigsten Konzepte der Analyse. Aber wenn ihr mal zu einem eigenes Video sehen wollt, schreibt mir in die Kommentare. Wir haben hier dieses Supply-Level, was den Markt haltet. Wir sehen dann diese große Kerze hier nach oben, sehen dann diesen Schwung und dann seht ihr diesen Wick hier. Also ich kann jetzt, glaube ich, hier nicht mehr näher reinzoomen, oder? Nee. Nee, geht leider nicht. Aber ihr seht auf alle Fälle diesen Wick hier. Wir sehen hier dieses High, was etabliert wurde. Wir sehen hier dieses High. Kommen hier runter, sehen diesen Wick, der nochmal die Liquidität holt. Und dann eben der große Schwung nach unten. Hier, das Ganze jetzt auf dem 15-Minuten-Frame. Hier sieht man das Ganze, hier dieses High ein Stück drüber. Breakout aus diesem High, Breakout aus diesem High, wobei wir hier noch ein wenig drunter sehen. Sofort der Sell-Off, der eben von den Big-Playern kommt, die eben hier diese Liquidität aus dem Markt genommen haben. Nur ein kurzer Exkurs zu den Beispielen, damit ihr wirklich seht, wie oft denn sowas passiert. Das Ganze passiert natürlich auf bullischer Seite genauso. Hier wäre zum Beispiel ein Beispiel für diesen bullischen Stop-Rate, wobei man das jetzt hier nicht so clean erkennt. Auf alle Fälle haben wir hier Lows etabliert, der Markt schließt darunter, holt sich die Liquidität aus diesem Lows raus, schließt hier wieder drüber, starker Run nach oben, Retest dieses Levels, der zu diesem Preisfall geführt hat und dann off to the races we go. Wie sieht das Ganze jetzt für die nächsten Stunden aus oder fürs Wochenende? Ich erwarte hier jetzt einen Rücksetzer, da wir einfach auf dem Daily Chart schon ziemlich über extended sind, sozusagen in dieses Supply Level rein geballert sind, erwarte ich einfach, dass wir als nächstes diese Lows in diesem Bereich eventuell antesten, wahrscheinlich auch sogar höher, je nachdem wie groß jetzt der FOMO-Faktor ist. Diese Zone würde ich mir stark markieren, das ist der Bereich, ja, E5000, erstens psychologisch, logischerweise 5000 ein wichtiges Level, zweitens hier wichtiges Demand Level, man sieht wie stark dieses Level den Markt hier nach hier oben gehalten hat, an diesem Wick hier. Das heißt, alles in diesem Bereich würde ich mir stark markieren. Das wäre für mich ein Bereich, wo wir eventuell als nächstes hintrenden könnten. 4.980 bis 5.000 haben jetzt hier diese Range, die wir hier noch schön halten mit diesen Lows hier. Solange wir diese Range halten, könnten wir vielleicht uns nochmal sprechen, wenn ich dazu nochmal ein Video mache, vielleicht morgen oder übermorgen, je nachdem wie ihr Lust habt. Könnten wir uns vielleicht in einem neuen Video nochmal sprechen und vielleicht von einem bullischen Szenario reden. Bis dahin gehe ich eher von einem Retracement aus in den Bereich 4.800 bis 4.880, gegeben den höheren Umständen, gegeben auch des Fractals, dass wir, wo waren das? Dass wir hier gesehen haben, ich kann das Ganze euch hier markieren, ähnliches Preisverhalten hier. Wir haben hier diese Range etabliert, schließen hier kurz drüber, holen uns Liquidität, schließen sofort wieder darunter, kommen dann in diesen Bereich rein und setzen den Uptrend fort. So was Ähnliches würde ich mir hier auch vorstellen, das heißt Richtung 4.980, bevor wir dann vielleicht einen neuen Run sehen auf die 5.400er Highs. Nächste Zone wäre dann 4.796, wo ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen könnte,
dass der Markt eventuell hier nochmal hingeht, die Liquidität sich holt, bevor wir dann den nächsten Run nach oben sehen. Und ja, ich würde sagen, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Schreibt mir gerne Kommentare. Bis dahin, euer Chris.